herzlich willkommen zum Source of Mind Podcast. Mein Name ist Belinda und ich freue mich, dass du heute wieder beim Source of Mind Podcast dabei bist, deinem Podcast für Empowerment von Herzen. Und heute werde ich über ein Thema sprechen mit dem reißerischen Titel Hilfe, ich interessiere mich einfach zu viele Dinge. Und tatsächlich ist das etwas, was mir in der letzten Zeit wieder sehr häufig begegnet ist, auch im Gespräch mit anderen Menschen. Und natürlich ist es auch etwas, was ich sehr, 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 sehr gut von mir selbst kenne. Denn sowohl ich selbst als auch viele liebe Menschen in meinem Umfeld haben sehr, sehr viele Interessen und Hobbys, Leidenschaften und so weiter. Und ja, tatsächlich ist es sehr oft so, dass ich das Gefühl habe, es wird in unserer Gesellschaft als etwas Schlechtes oder auch als eine Schwäche angesehen. Und ich finde, das ist aber definitiv nicht so. Und deswegen möchte ich in dieser Folge darüber sprechen und eben auch mit dir teilen, wie du denn damit umgehen kannst und wie du auch wirklich deine Stärke darin erkennst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ja, würde sagen, wir starten. Ja, vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du einfach dich für so viele Dinge interessierst, dass du manchmal denkst so, oh mein Gott, wie soll ich das eigentlich alles bewältigen und mich mit diesen Dingen beschäftigen? Vielleicht bist du auch ein Mensch, der super gerne Bücher bestellt zu den unterschiedlichsten Themen und du dann irgendwie das Gefühl hast, ich will das sofort alles lesen und tiefer eintauchen und mehr lernen und mehr erfahren. Oder dass du auch einfach beispielsweise total gerne neue Dinge ausprobierst, neue Sportarten, neue kulinarische Dinge, dass du einfach so viele Interessen hast, Hobbys hast, dass du manchmal denkst so, puh, irgendwie ist das ganz schön viel und manchmal stresst mich das vielleicht. Oder aber auch, dass du das Gefühl hast so, du verzettelst dich dadurch und machst vielleicht ganz viele Dinge, aber irgendwie nichts so richtig. Und vielleicht ist es auch etwas, was dir oft gespiegelt wird von anderen Menschen, von deiner Familie, von Freunden, ja, dass du öfters so Sätze zu hören bekommst wie, Mensch, konzentrier dich doch mal auf eine Sache, bring doch mal eine Sache zu Ende und ach, jetzt hast du schon wieder was Neues angefangen und so. Ja, also vielleicht kommt dir das sehr bekannt vor und tatsächlich, ja, ist es ein Thema, was mich eben auch betrifft und auch beschäftigt, wobei ich mittlerweile wirklich darin eine totale Stärke erkenne und das auch voll auslebe und nicht mehr versuche, irgendwie mich da in Sachen reinzwängen zu lassen. Und vielleicht hast du schon mal von dem Begriff Scanner, Scanner-Typ, Scanner-Persönlichkeit, Scanner-Talent gehört. Denn so bezeichnet man Menschen, die einfach sehr viele Interessen haben und deswegen auch häufig eben zum Beispiel mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen haben, die aber auch sehr schnell neue Dinge lernen, die oft sehr kreativ sind, auch leicht begeisterungsfähig. Und ich finde es eigentlich ganz schön, bei diesen Menschen, wozu ich mich eben auch zähle, tatsächlich von einem Scanner-Talent zu sprechen, denn ich finde schon, dass es auch eine Art Begabung ist und man sagt auch so ein bisschen, es ist die Vielbegabung, die diese Menschen ausmacht. Es ist so ein bisschen, sind die kreativen Multitalente. Und was eben diese Menschen auszeichnet, ist diese Neugier auf eine Vielzahl von Themen. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, ja, dass
man sich am liebsten mit allen Ideen sofort und gleichzeitig beschäftigen will. Also bei mir ist das, mittlerweile kann ich darüber schmunzeln und auch lachen, dass wenn ich so auf neue Themen stoße und ich dann merke so, oh, okay, ich will jetzt da unbedingt das und das Buch lesen und dann möchte ich gerne ein Seminar dazu machen oder einen Online-Kurs und ich möchte gerne dies und das und eine Ausbildung und ja, dass ich dann sofort am liebsten alles stehen und liegen lassen möchte und mich einschließen möchte, um mich dann nur noch wochenlang damit zu beschäftigen. Und ja, das ist eben auch wirklich eine Stärke und ein Talent, weil genau durch diese Eigenschaften ist es uns auch möglich, uns zum Beispiel schnell in Dinge einarbeiten zu können. Ja? Und das ist mir auch erst in der letzten Zeit rückblickend so ein bisschen bewusst geworden, dass das beispielsweise auch im Berufsleben dann für mich immer ein Riesenvorteil war, dass ich mir sehr schnell neue Dinge aneignen konnte, mich in Dinge einarbeiten konnte, auch ja, so diese Begabung habe, auch outside the box zu denken, ja, also auch wirklich so ein bisschen mit immer so einem weiten Blick, sage ich mal. Und ein ganz, ganz tolles Buch, was es zum Beispiel zu diesem Thema gibt, ist Du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast, von Barbara Schör. Das steht hier bei uns auch noch im Regal. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber war jetzt ganz inspiriert durch diese Folge, die ich gerade aufnehme, das tatsächlich jetzt mal nachzuholen. Denn da wird auch genau das thematisiert und auch nochmal im Detail eben darüber gesprochen, warum das eben auch okay ist, wenn du so ein Mensch bist. Ja, denn wir Menschen sind unterschiedlich. Jeder Mensch hat seine Einzigartigkeit, hat seine besonderen Fähigkeiten und Talente. Und wir können nicht alle Regeln, Konzepte und Lebensweisen über alle Menschen rüberstülpen. Und das ist ja so ein bisschen das Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Und das habe ich auch in der einen oder anderen Folge hier bestimmt schon mal angeschnitten, dass ja gerade das, wie wir aufwachsen und wie wir dann zur Schule gehen und, sage ich mal, alle in diese gleiche Bahn gebracht werden, das sind ja alles immer noch Methoden und Konzepte, die noch aus einer Zeit stammen, wo es ja genau darum ging, dass Menschen alle mehr oder weniger den gleichen Weg einschlagen. Und heute ist es halt alles sehr überholt und nicht mehr zeitgemäß, denn wir Menschen sind alle so unterschiedlich und haben eben unterschiedliche Fähigkeiten und müssen eigentlich auch unterschiedlich gefördert und ausgebildet werden, ja, und so wie die Systeme heute oft sind, gilt es eben nur für eine Sorte Mensch oder einen Typ Mensch und wir lernen Dinge so, als wären wir halt alle gleich und ja, das funktioniert halt in meinen Augen nicht und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, dass Menschen, die eben ja so ein Scanner-Talent sind und diese Vielbegabung haben, das eben als Schwäche wahrnehmen, weil vom System dir quasi aufgezeigt wird, dass es nicht okay ist, so viele Dinge zu machen und sich für so viele Dinge zu interessieren. Und vielleicht da auch noch mal eine ganz, ganz kurze Abschweifer, eine ganz kurze Ausfahrt, die ich nehmen möchte. Wie du vielleicht auch weißt, interessiere ich mich ja auch sehr, da kommt es jetzt wieder mit den Interessen, sehr für die Bereiche Astrologie und seit einigen Monaten auch das Thema Human Design, weil das natürlich auch Dinge sind, die wunderbare Tools sind, um unsere Einzigartigkeit, unsere Individualität, unsere ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken noch viel besser kennenzulernen, zu erkennen und auch gerade zum Beispiel im Human Design zu schauen, wie bin ich eigentlich als Mensch und wie darf ich eigentlich mein Leben und meinen Alltag gestalten, um auch wirklich mein authentischstes Selbst zu leben.
Und das hat mir zum Beispiel auch in den letzten Monaten nochmal sehr geholfen zu verstehen, was ich für ein Typ bin, was ich für ein Typ Mensch bin, für ein Human Design Typ. Also kann ich einfach mal kurz erzählen für alle die, die sich damit auskennen und die es interessiert. Also in der Astrologie bin ich vom Sternzeichen her Stier, mein Aszendent ist Schütze und mein Mondzeichen ist der Krebs. Und im Human Design bin ich der manifestierende Generator mit einem Profil 5.1. Alle, die jetzt keine Ahnung davon haben, ist auch nicht so wichtig. Aber genau diese Kombination auch oder diese Profile unterstreichen eben nochmal mehr genau das, dass ich eben auch ein Typ bin, der wahnsinnig kreativ ist, sich für viele Dinge begeistern kann, viele Interessen hat und für den es auch ganz natürlich ist, mehrere Projekte gleichzeitig zu machen, weil ich daraus unheimlich viel Energie und Kraft ziehe, ja. Und genau, deswegen, das macht einfach total Sinn, da mal reinzuspüren, was du eben für ein Typ Mensch bist. Und für alle die von euch, die sich eben jetzt genau darin auch wiederfinden oder die vielleicht auch in ihrem Umfeld jemanden haben, der genauso ist, möchte ich einfach wirklich heute mit dieser Folge mitgeben, dass du eben erkennst, dass das keine Schwäche ist. Ja, natürlich hat es auch Herausforderungen, so zu sein. Denn natürlich gibt es oft Schwierigkeiten für uns, sich auf Dinge festzulegen und zum Beispiel auch langfristig auf eine Sache zu fokussieren. Es kann eben immer mal sein, dass wir ganz schnell Feuer und Flamme für etwas sind und uns für etwas interessieren, das aber genauso schnell auch wieder verfliegen kann. Und das darf man sich eben bewusst machen, dass das so ist. Und dann kann man aber auch lernen, eben damit umzugehen. Und es ist alles eine Frage des, ja, des bewussten Wahrnehmens und eben damit arbeiten. Und für viele ist eben auch eine Herausforderung diese Spezialisierung im Berufsleben. Beispielsweise viele der sogenannten Scanner können und wollen sich eben auch nicht auf einen Beruf festlegen. Also das kann wirklich zu einer Herausforderung werden, dass sie das Gefühl haben, sie müssen das, weil das ja irgendwie so die Gesellschaft erwartet, aber sie merken halt, ich tue mich super schwer damit und sie probieren vielleicht viele Sachen aus, wechseln häufiger den Job, vielleicht auch wirklich die Art des Jobs, die Branche, weil sie das Gefühl haben, sie sind so rastlos und auf der Suche und das ist es noch nicht und das ist es noch nicht, ja. Und so war das ja bei mir beispielsweise auch. Also ich habe jetzt zwar nicht den totalen Zickzack-Lebenslauf, aber ich habe doch schon sehr viel gemacht und regelmäßig meinen Job gewechselt, weil ich eben immer wieder das Gefühl hatte, da ist noch mehr, ich will mich weiterentwickeln, ich will mich ausprobieren, ich will mehr lernen und. Das habe ich ja hier auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Und heute weiß ich eben, dass das auch dem so ein bisschen eben zugrunde liegt, dass ich diese Vielbegabung habe und dass es auch vollkommen richtig war, da auf meine Intuition, auf mein Herz zu hören und mich eben auch auszuprobieren und nicht zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie machen und weil das die Gesellschaft von mir erwartet, sondern eben wirklich da auch meinem Herzen zu folgen und mich auszuprobieren. Und deswegen, ja, würde ich auch sagen, diese klassische Karriereleiter ist für Scanner-Persönlichkeiten vermutlich eher nichts. Und wir dürfen uns eben auch von dieser Vorstellung verabschieden, dass eine Tätigkeit, ein Job, wir bis an unser Lebensende halt machen. Davon können wir uns lösen, weil das blockiert uns nur. Das hemmt ja dieses ganze Potenzial und diese Kreativität. Bei Menschen, die eben diese Vielbegabung haben, ist es viel wichtiger, sich eine Art Mission oder Lebensaufgabe, eine Herzensmission, eine Berufung zu suchen, die es dir aber ermöglicht, die auf die unterschiedlichste Art und Weise ausfüllen zu können. Das heißt, dass es eher ist wie so ein Nordstern, wie so ein,
ja, eben eine Mission, eine Lebensaufgabe. Und wie du die aber lebst, kann ganz viele unterschiedliche Formen annehmen, in Form von unterschiedlichen Jobs, von Projekten, von Hobbys, ja, dass es dir diesen Freiraum gibt, dass du schon irgendwie so dieses Dach so ein bisschen hast und so diese grobe Richtung, aber diese Ausgestaltung, die darf sich über dein Leben hinweg verändern und variieren. Ich hoffe, du kannst darunter dir irgendwie was vorstellen. Und dafür kannst du dann beispielsweise auch wunderbar deine eigene Kreativität und dein Out-of-the-Box-Thinking nutzen und dir deine eigenen Berufe zum Beispiel kreieren. Ja, also es gibt ja auch mittlerweile so viele Berufe und Möglichkeiten, sowohl angestellt als auch selbstständig, seiner Mission nachzugehen, die es vor vielen Jahren noch gar nicht gab. Ja, also Beispiel so Customer Happiness Manager. Das sind ja auch so Berufe, die sind ja erst entstanden, ja. Und so darfst du dir auch wirklich deinen ganz eigenen Beruf kreieren oder wirklich auch mal schauen, was gibt es denn auf dem Arbeitsmarkt noch so für Dinge, die dich reizen und dich ausprobieren. Und ich glaube, was halt wirklich wichtig ist und was ich jetzt auch gemerkt habe in den letzten Jahren, ist eben, einmal für dich zu erkennen, ja, ich bin genau so ein Typ und alles, was Belinda da gerade erzählt hat, kenne ich von mir auch. Zu erkennen, ja, ich bin dieser Typ Mensch und aber damit fein zu sein und zu sagen, das ist okay so, dass ich so bin. Und ich nehme das liebevoll an und ich schaue, wie ich damit mein Leben gestalten kann. Wie ich auch dazu stehen kann, dass ich so bin. Und du darfst dir erlauben, gängige Konzepte, Strukturen und all diese Dinge in Frage zu stellen und für dich immer wieder auch zu überprüfen, ist es das, was ich wirklich möchte? Ist es das, was zu mir passt? Brauche ich das vielleicht anders? Und für dich sind vermutlich viele klassische Dinge nichts, weil sie dich einengen und blockieren in deinem Potenzial. Und da darfst du einfach wirklich schauen, wie kannst du dich da so rausbewegen und auch deine eigenen Konzepte und Regeln und Strategien entwickeln. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, weil das wird nämlich Scanner-Persönlichkeiten sehr gerne vorgeworfen oder wird einfach so gesagt und eben deswegen auch als Schwäche gesehen, dass es oft heißt, dass wir nicht fokussiert genug sind, dass wir kein Durchhaltevermögen haben und auch deswegen eigentlich nie das zu irgendwas bringen werden, weil wir gefühlt 1000 Sachen anfangen und dann nicht zu Ende bringen. Lass dir das nicht einreden. Das stimmt so nämlich nicht. Ja, wir können vielleicht eine Herausforderung damit haben, uns langfristig auch auf Dinge zu fokussieren und wirklich mal dieses Durchhaltevermögen zu haben. Aber genau wenn wir das uns eben bewusst machen, können wir ja wirklich darauf achten und für uns auch immer wieder überprüfen, wenn wir so merken, so oh, jetzt wird vielleicht irgendwas nicht mehr ganz so interessant oder das Feuer ist nicht mehr so da, dann wirklich zu fragen, okay, woran liegt es? Was hat sich verändert? Warum ist es auf einmal nicht mehr so, dass es mich so sehr fasziniert? Ist es noch im Einklang mit meiner Lebensaufgabe, mit meiner Mission? Was, ja, also wirklich da dann reinzufühlen und sich auch natürlich dann zu challengen und zu fragen, so okay, ne? Möchte ich das nicht doch weitermachen? Und ich glaube, ich bin zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich ja schon auch diese vielen Themen und Projekte und Interessen habe und manchmal verfliegen dann auch wieder Sachen und dann spielen die plötzlich irgendwie gar keine Rolle mehr. Aber bei Dingen, die mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind und wo ich einfach auch weiß, sie sind einfach Teil meiner Lebensaufgabe, da habe ich einen absolut starken Fokus und auch ein Durchhaltevermögen und ich bin auch sehr erfolgreich darin. Und es gibt ganz viele Menschen, die eben so ticken und die auch das beste Beispiel dafür sind, dass man trotzdem fokussiert sein kann, sehr erfolgreich sein kann, auch wenn man eben diese Vielbegabung hat.
Aber wir dürfen eben wirklich schauen, wie wir für uns auch eigene Methoden und ne, diese Konzepte und Strukturen finden, wie wir zum Beispiel für uns Zeitmanagement machen, Projektmanagement, so dieses Selbstmanagement, ja, damit wir uns auch eben nicht verzetteln und in diesen 10.000 Ideen und Projekten verlieren. Und ich bin zum Beispiel schon auch sehr ein organisierter Mensch, aber ich merke auch oft durch diese vielen Ideen, dass ich manchmal denke so, ich schaffe es nicht alles und ich will aber eigentlich alles, weil es macht ja so Spaß und es erfüllt mich so. Darf dann aber auch immer wieder zurückkommen, so okay, warte mal, guck da jetzt mal, ne, mit einem klaren Blick drauf. Und strukturier für dich. Wie kannst du jetzt für dich smart planen, dir Strukturen schaffen, dich managen, dass du dich nicht verzettelst und wirklich auch den Fokus wieder setzt und dann vielleicht eben auch mal sagst, okay, ich interessiere mich gerade zwar noch für dies und das und das und die Bücher würde ich jetzt alle gerne am liebsten parallel lesen, dann auch zu sagen so, mache ich jetzt aber nicht. Ich habe noch mein ganzes Leben Zeit und es läuft mir nicht weg und ich fokussiere mich jetzt auf die und die Dinge. Ja? Also es bedarf halt einfach manchmal auch neuen Strukturen und Plänen und einem guten Management. Und so als Abschluss jetzt zu dieser Folge möchte ich einfach auch da nochmal betonen, wenn du dich darin wiederfindest, bitte, bitte, bitte lass dir nicht einreden, dass das eine Schwäche ist. Du bist genau richtig so, wie du bist, mit all deinen Interessen und Fähigkeiten und dieser Begeisterungsfähigkeit. Das ist wundervoll, denn Begeisterung ist so eine tolle Emotion und so eine tolle Energie, die auch unfassbar ansteckend ist für andere Menschen. Das heißt, du kannst damit auch so toll andere Menschen inspirieren, was ich super, super schön finde. Und das ist wundervoll, dass du diese Fähigkeit hast. Stress dich nicht damit, dass du so bist, ja. Schau immer wieder auch liebevoll so, wie kannst du da achtsam mit dir sein und dich nicht überfordern. Und welcher Gedanke mir auch immer geholfen hat und auch mich in der letzten Zeit tatsächlich oft auch so fasziniert hat, zurückblicken lassen auf meine Vergangenheit ist, alles hat einen Grund. In meiner Welt, also so wie ich denke. Und auch deine ganzen Interessen und Dinge, mit denen du dich vielleicht mal beschäftigt hast. Und ich erkenne heute sehr oft, dass ich manchmal denke, krass, ja, nur weil du dich damals mal intensiv für ein paar Monate da und damit beschäftigt hast, hat dich das dann da und dahin gebracht oder bringt es dir heute die und die Erfahrung? Ja, manchmal fühle ich mich wie so ein riesen Puzzle, mit so vielen bunten Puzzleteilen, die wirklich mittlerweile aber so ein großes Ganzes ergeben, wo ich unfassbar viel Wissen und Erfahrung daraus schöpfen kann, wofür ich einfach sehr, sehr dankbar bin. Und alles hat halt seinen Grund, all diese Interessen. Auch wenn du jetzt manchmal denkst, boah, ja, das ist alles so zusammenhangslos und so viele unterschiedliche Interessen und wie haben die denn jetzt irgendwie einen Zusammenhang? Warte mal ab. Es wird sich dir irgendwann zeigen, dein Mosaik, dass das alles eine Rolle spielt, mit was du dich so beschäftigst. Und es wird sich alles fügen. Und deswegen auch nochmal so dieser Hinweis, du hast dein ganzes Leben noch vor dir und du hast noch ganz viel Zeit, dich auch mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen. Ja, also ich habe gefühlt eine lange Liste mit Themen, mit denen ich mich mal intensiver beschäftigen möchte und sage mir dann auch immer so, okay, aber nicht jetzt, ich habe noch mein ganzes Leben, da kann ich mich noch damit beschäftigen und ist die Zeit irgendwann reif, eben mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also du darfst wirklich dich lieben lernen, so wie du bist, das Leben und es wirklich auch genießen. Ja, ich hoffe, dass du
ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest, egal ob du dich selbst zu einer Scanner-Persönlichkeit zählst oder auch nicht. Ich hoffe, dass du einfach da vielleicht auch nochmal für dich so deine Sicht auf die Dinge vielleicht auch hinterfragst und wirklich da auch nochmal immer wieder zu diesem Punkt auch zurückkommst, mehr deine Einzigartigkeit zu erkennen und da, wo du vielleicht denkst, das sind Schwächen, ja, also jetzt nicht mal vielleicht unbedingt auch auf das Thema bezogen, über was ich jetzt in dieser Folge gesprochen habe, sondern generell, wo du vielleicht auch denkst, das ist eine Schwäche, dich da immer wieder auch zu hinterfragen und zu überprüfen, ist das wirklich eine Schwäche oder ist das nicht vielleicht doch eine Stärke und macht mich das nicht vielleicht besonders einzigartig und da immer wieder auch diese Sichtweise zu shiften. Deswegen würde ich mich natürlich wie immer unendlich freuen, wenn du mir in die Kommentare zu dem Instagram-Post zu dieser Folge mal deine Gedanken zu dieser Folge dalässt. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz, ganz großes Danke sagen an euch und all die tollen Nachrichten, die ich von euch bekomme und auch Bewertungen, die schon da sind und ja, einfach das Feedback, die Nachrichten, was die Folgen bei euch auslösen, was ihr daraus für euch mitnehmt, ja, auch welche Denkanstöße sie euch schon gegeben haben. Das macht mich wirklich unfassbar glücklich und motiviert mich auch so, hier wirklich weiterzumachen und jede Woche eine neue Folge rauszubringen. Meine Themenliste füllt sich immer mehr und an Ideen mangelt es mir ja nicht, wie ihr jetzt auch durch diese Folge wisst. Und fühlt euch da aber jederzeit herzlich eingeladen, mir auch eure Wünsche zu schicken, wenn ihr Dinge habt, die euch interessieren, wozu ihr euch mal eine Folge wünscht. Es werden auch in der Zukunft Interviews kommen im Podcast, wo ich ganz, ganz tolle Herzensmenschen interviewen werde. Und ja, freue mich einfach immer auf Impulse von euch, Fragen, Feedback. Von daher, ja, lasst mir einen Kommentar da, eine Bewertung bei iTunes, sehr gerne auch eine Rezension. Und ja, ich freue mich einfach immer auf Austausch mit euch und ja, sende jetzt ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Tirol und sag bis zum nächsten Mal.